Willkommen hier zu diesem Video. Apple hat gerade eben das neue iPhone 16 vorgestellt, die neue Apple Watch und AirPods. Es gibt Punkte, die sind nicht so cool. Ja, bei Elias auf dem Kanal haben wir schon ein Video mit unseren Highlights gemacht. Heute geht es aber hier auf dem Kanal um die Punkte, die uns nicht gefallen. Genau. Und ich will auch vorab sagen, wir fanden die Keynote, glaube ich, beide gut. Ja. Also ja, es sind coole Produkte, aber es gibt so ein paar, gerade wenn man da so tief im Thema drin ist, dann gibt es so ein paar Dinge, wo man sich denkt, warum sind die nicht noch so ein bisschen besser gewesen? Wir haben das Specsheet und alles von den Sachen durchgeguckt und uns überlegt, was wollen wir noch haben. Was für mich im ersten Moment, was ich auch anfangs gar nicht so krass verstanden habe, die Apple Watch Ultra, die neue, die Apple Watch Ultra 2, ist ja eigentlich nur eine neue Farbe und es gibt zwei neue Armbänder. Ne? Also da war ich schon im ersten Moment, war ich ein bisschen salty, sag ich mal, weil ich hab einfach gedacht, da kommt noch was. Weil erst dachte ich, sie fällt halt aus, dann dachte ich, okay, nice. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Ultra 2 Apple Intelligence hat, weil sie haben es bei der... Hat sie nicht, nein, ne? Nein, weil hat sie nicht. Sie haben es bei der 10, haben sie es halt sehr prominent platziert. Und ich war so bei der Ultra so, hä? Also ich habe es gar nicht gecheckt. Ja, und vor allem, sie haben die Ultra auch irgendwie so beiläufig, ging es dann los. Erstmal haben sie irgendwie 2 oder 3 Minuten erzählt, was die Apple Watch Ultra alles Cooles kann. Yo. Ist auch alles cool, sind alles nice Funktionen. Ja, safe. Aber es war einfach nichts Neues dabei. Nichts und dann Neues. Kam so, und jetzt noch in Schwarz. Dann war so, ist das jetzt eine neue? Und dann haben sie an einer Stelle Ultra 2 gesagt. Ja. Und ich habe auf der Webseite auch nochmal nachgeguckt. Das ist wirklich der alte Chip. Ja, es ist auch die Ultra 2. Also es ist die, die wir letztes Jahr bekommen haben. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, okay, fuck, habe ich das irgendwas... Das ist die Uhr, die ich am Abend Habe ich irgendwas übersehen oder so? Also ich finde die Farbe sehr krass. Ich weiß aber nicht, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Typ für ganz schwarze Uhren. Andererseits so ein komplett All-Black-Look, auch nice. Wird man dann wahrscheinlich sehen, wenn sie dann am Start ist. Aber ja, mach doch irgendwas rein, so, dann sind wir doch alle glücklich. Ja, irgendwie pack halt den neuen Chip rein vor allem. Ja. Und die Ultra, also ich weiß nicht, aber gefühlt hat jeder, der eine Apple Watch hat, so, oder super viele Leute, die haben einfach nur Ultra. Ja, so, wenn man eine Apple Watch sieht, gefühlt ist das immer nur Ultra. Ja. So, und also die ist ja beliebt, also gönnt doch einfach eine neue. Genau. Ich hätte da auch so ein bisschen, die Armbänder finde ich sehr nice im Gegenzug. Also die sind cool gemacht. Das eine ist wahrscheinlich sündhaft teuer, aber das andere ist dann wiederum cool umgesetzt. Okay, auf der anderen Seite, bei den neuen iPhones, was sagst du da? Wie happy bist du? Weil ich habe da ganz gemischte Gefühle. Ja, die neuen Chips sind cool. Ja. Die neuen Kameras sind cool, die neuen Farben sind cool. Ja. So. Es gibt vieles Cooles, auch der Capture-Button. Ja. Aber Apple Intelligence ist so... Ja, es fehlt halt. Safe. Zum einen, wir hier in Deutschland sind komplett raus. Ja. Also auch für die Ankündigung für nächstes Jahr sind wir, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gar nicht dabei. Okay. Also wahrscheinlich bekommen wir, wenn wir Glück haben, Ende 2025 vielleicht eine Beta von Apple Intelligence. Und dann muss man halt mal schauen, wo ChatGPT ist, wo Google mit Gemini ist. Ja. Dann könnte man ja auch sagen, okay, Apple packt ja eh ChatGPT mit den Apple Intelligence. Ja, aber können wir halt trotzdem nicht benutzen. Wir können halt trotzdem nur die App benutzen. Safe. Ich bin auch auf die Website gegangen, ne? Und dann habe ich so mich durchgeklickt. Und dann habe ich war auf der US-Seite und dann stand da so beim Vorbestellen oder halt beim Dingens iPhone 16, bla bla, und mit Apple Intelligence. Ich war so, was? Ich habe immer gehofft, die ganze Zeit, und es waren dann ja auch andere Länder und so angeteasert, aber wir sind halt irgendwie so ein bisschen... Ja, irgendwie komplett außen vor, ne? Ja, und dann wurde auf der Keynote auch nochmal, das war wie so eine Mini-WWDC nochmal, so hat sich angefühlt. Also dieser Part, vielleicht war es auch, weil ich wusste, dass dieses ganze Thema für uns die nächsten 6 bis 12 Monate einfach nicht relevant wird. Ja, genau. Aber dieser Part, der kam mir so unendlich lang vor. Ja, safe. Und selbst von den Funktionen, die jetzt in Amerika kommen, sind ja viele noch gar nicht jetzt verfügbar. Ja, das dauert auch. Also so selbst das, was in Amerika kommt, das ist noch nicht da. So. Aber wo ich sagen muss, was ich viel schlimmer fand, weil ich wusste ja schon, dass es nicht so ganz kommt. Ich hätte es mir ein bisschen gewünscht, dass sie zumindest irgendwie 1, 2 Funktionen zu uns bringen. Aber was ich viel schlimmer fand, dieser neue coole Knopf, der auch ins iPhone 16 kommt, den ich richtig feiere, hätte man den vielleicht nicht noch ein bisschen öffnen können, so wie den Action-Button? So, weißt du, das wäre so irgendwie benutzerdefiniert Sachen drauflegen, wenn man da schon eine neue Eingabemethode hat, die noch mal mehr kann. Das hätte ich auch toll gefühlt. Auf dem Button gibt es ja auch die Möglichkeit, Vision Intelligence zu öffnen, was so ein bisschen wie Google Lens ist, wo man Sachen fotografieren kann und dann direkt den Ort irgendwie hinterlegen kann, oder man kann einen Kalendereintrag von einem Plakat direkt erstellen lassen.
Aber das ist ja auch wieder Apple Intelligence. Sprich, bei uns kann auch dieser Knopf weniger als in Amerika. Kann nix, ja. Ist so ein bisschen, ich glaube, es hat sich das auch so... Das ist halt einfach schade, so, weil es in Summe sind es viele coole Sachen, wenn man irgendwo ist, aber nicht in Europa oder nicht in Deutschland. Safe. Das hat mich auch so ein bisschen schade. Das ist halt traurig einfach, weil das macht hier für uns das Update deutlich kleiner. Ja. Was ich auch noch nervig fand, kein 8K, ne? Obwohl 4K 120, also 8K 30 wäre schon nice gewesen. Das wäre schön gewesen. Ne? Oder allgemein auch der Videomodus hat gefühlt dieses Jahr ein bisschen wenig Liebe abbekommen. Ja, stimmt. Also irgendwie gerade mit diesen Creative Looks, die bei den Fotos gekommen sind. Also hätte man auch bestimmt auch für Videos was machen können. Also, oder irgendwie, dass der Kinomodus mit Lock funktioniert. Ja, was wir im Vorhinein, das wäre geil gewesen. Ja. Was wir im Vorhinein da diskutiert haben hier unter uns, einfach so ein bisschen so fantasiert vor der Keynote. Also da waren wirklich extrem wilde Sachen dabei. Da haben uns die Augen alle irgendwie schon gefunkelt, weil wir hatten wirklich geile Ideen. Aber ja, vor allem, also ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass das neue iPhone nicht cool ist. Ja, Wie gesagt, auch das iPhone 15 Pro für die Kamera. War schon heftig. Feier ich komplett, benutze ich super gerne. Ja. Aber es gibt so viele mehr Punkte, wo ich wüsste, wie man wie es noch geiler sein könnte, was man noch machen könnte, damit ich das in noch mehr Situationen benutzen kann oder mir das irgendwie mehr taugt. Ja, safe. Das sind halt so Sachen, so, die hätte ich gerne, aber gibt's halt nicht. Sind halt leider noch nicht da. Ja, safe. Was ich auch belastend ohne Ende fand, iPhone 16 nur 60 Hertz, aber war schon länger klar. Das aber muss man einfach ansprechen, weil es einfach extrem, also ist frech, aber... Es ist wirklich frech. Ja, mal gucken, vielleicht... Ich bin es aber auch leid, mich jedes Mal darüber aufzuregen, aber irgendwie denke ich mir auch so, es nicht zu erwähnen, ist auch ist nicht auch die blöd. Art. Ja, safe. Weil so dann... So ein bisschen muss man dagegen protestieren. Ja, safe. Was auch noch für mich so ein bisschen belastend war, AirPods Max... Nichts Neues, bis auf USB-C. Haben die überhaupt einen neuen Chip bekommen? Nee, ich glaube nicht. Also, das heißt, die Verzögerung, wenn man Videos schneidet, ist noch immer vorhanden. Ja, also es belastend. Wer weiß, ob es nicht doch noch irgendwie so Kleinigkeiten gibt. Werden auch die Tests zeigen, ne, und so. Die ganzen Geräte dann nochmal in der Hand zu halten, wird nochmal wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Aufschluss geben. Aber, und auszuprobieren. Ja, alles. Safe. Was würdest du sagen, so preislich? Gab es da irgendwas, gab es da schlimme Überraschungen oder... Ich finde es mit den AirPods schwierig. Also das ist natürlich immer so ein Ding, wenn man Produkte vergleicht, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, mit denen, die jetzt neu auf den Markt kommen und noch nicht so den Straßenpreis haben, sage ich mal. Aber ich finde gerade jetzt die AirPods 4 mit Active Noise Cancelling, was ja an sich mega das geile Produkt ist. Aber warum ist es in zwei unterteilt und warum halt dann mit Active Noise Cancelling so nah an den AirPods Pro? Ja, genau. Aber die werden ja klanglich wahrscheinlich nicht ganz auf dem Niveau sein. Ja, ich weiß es nicht. Sie haben gesagt, Klang wird besser, Spatial Audio und Dingens. Man wird es wahrscheinlich auch sehen und die Preise werden sich... Das ist halt wieder das Problem, wie immer so ein bisschen, dass die dann irgendwie so nah beieinander liegen. Was macht mehr Sinn? Man hat halt einerseits Silikonaufsätze und halt keine. Wenn du sie nicht willst, wirst du wahrscheinlich auch danach so ein bisschen gucken. Ich bin generell es ist ja auch viel Präferenz. Das hat Apple ja auch gesagt, dass sie deswegen jetzt auch Noise Cancelling in die normalen AirPods reinbringen. Ja. Aber irgendwie wäre es halt dann auch wiederum cool gewesen, so, weil die normalen AirPods ja so ein bisschen die Standard-AirPods sind für alle. Ja. So, warum packt man die dann nicht für alle rein? Ja, safe. Und wenn man da nochmal so eine Unterteilung von wirklich Einstiegs-AirPod und Premium für alle, sag ich mal. Warum gibt es dann AirPods 4 und AirPods 4 mit Noise Cancelling und nicht AirPods SE und AirPods 4? Ja, ich verstehe es. Ich verstehe auch so, nicht. Also irgendwie, es ist so verwirrend wieder. Ja, man muss sich damit beschäftigen. Es ist ein bisschen komisch. Vielleicht, wenn man es auch testet und wenn ich mich jetzt halt so frage, okay, wenn Kollegen mich fragen, was empfiehlst du und so, dann ist es schwer, da irgendwie so pauschal was zu sagen, glaube ich, je nachdem. Einfach wegen diesem ANC-Faktor, aber man wird sehen, ne? Wie die dann abschneiden. Ich freue mich auf jeden Fall, die zu testen. Ja. Gibt es vielleicht noch, also generell ist ja die Frage, war das jetzt, ich finde es an sich eine sehr gute Keynote, muss ich sagen. Also, oh ja, stimmt. Generell so ein Rating braucht man. Ja, safe. Keynote. Also ich fand, es war eine gute Keynote. Sie hat mich jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen. Ich bin aber auch leicht zu begeistern mit Farben, neuen Designs. Das ist so ein bisschen... Ja. ich weiß gar nicht. Skala 1 bis 10. Ja, Wobei, wir hatten ja auch gesagt 7, ne? Ja, ich glaube 7 ist so. Doch, eine 7. Also auch jetzt nach diesen ganzen negativen Punkten aus dem Video
würde ich trotzdem sagen eine 7. Es waren ja schon stabile Updates dabei, aber halt Apple Intelligence, was bei uns gar nicht verfügbar ist, ja, ist halt so ein Riesenpunkt an Features und Relevanz aus der Keynote, der weggefallen ist. Es gibt immer, ich finde, so durchs ganze Line-Up gibt es immer so ein paar Fragezeichen. Ja. Egal ob bei der Uhr, bei den Kopfhörern, ja, man denkt sich dann so ein bisschen, okay, hätten sie das nicht irgendwie ein bisschen anders machen können? Ja. Wollten sie nicht? So, das ist so. Aber an sich. Warum ist das iPhone 16 so gut im Vergleich zum 16 Pro? So, also das finde ich wirklich krass. Ja, also ich finde das iPhone 16 auch, fand ich letztes Jahr schon, aber dieses Jahr umso mehr. Also wenn du 120 Hertz nicht brauchst und wenn du keine Tele brauchst, würde ich sofort dafür gehen, weil der Akku wahrscheinlich noch besser werden könnte. Du hast quasi alle Funktionen. Ja, voll. Also, und ich finde sogar den Rahmen schöner. Ja, safe. Diesen Alu-Rahmen, das finde ich tausendmal schöner als das Titan, einfach weil das Material noch cleaner aussieht. Ja. Man wird sehen. Die Geräte werden trotzdem getestet. Ja, also, und es sind ja auch, wenn wir da so ein bisschen kritisieren oder so, das ist ja, wir feiern es ja trotzdem. So, wir sitzen halt da und gucken es an und hoffen, dass es so geil wie möglich wird. Und alles, was jetzt nicht geil ist, dann muss halt in Zukunft geil werden. Ja, da müssen wir halt auch was sagen. Ja. Das ist aber, also ich finde die Geräte und alles, was vorgestellt wurde, trotzdem nice. Klar, manche Sachen kann man mehr machen, aber schon gut. Egal. Erstmal Geräte testen. Ja, und dann sieht man weiter. Genau. Mit dem Video war's das. Checkt auf jeden Fall noch bei Ilias das Video auf dem Kanal ab. Da sprechen wir ein bisschen über die Highlights. Ja, über die guten Sachen. Wir haben auch ein paar Sachen, die so ein bisschen outstanding sind. Ja. Ja. Es war schon geiles Zeug dabei. Ja. Also, wenn ihr dazu nichts verpassen möchtet, abonniert den Kanal und schaut beim nächsten Video wieder vorbei. Bis dann. Ciao. Ciao.